Navy KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Dan sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda keluar daripada rumah, pastikan anda keluar untuk urusan penting sahaja. Ya, ya, bila keluar daripada rumah, jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini, apa sebenarnya kita akan belajar? Oh, ada kek kat sini. Mungkin kita akan belajar untuk membuat kek kot. Oh. Wow! Berasyu! Is that for me? Yang heute ist dein Geburtstag, oder? Oh, wie weißt du, dass es mein Geburtstag ist? Wir wissen noch. Wissen wir. Bitte schön. Oh, kannst du tragen? Ja, mach ich? Ja. Okay. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Sean. Oh, danke schön. Das ist so viel Spaß. Das ist eine schöne Überraschung, ne? Ja. Und was haben wir noch? Gibt es okay, wir haben noch zweite Überraschung. Ja? Wir möchten für dich das Geburtstaglied auf Deutsch singen. Genau. Okay, okay. Bitte schön, Hera. Ja. Okay? Ja, wir machen mit Musik. Ja, mit Musik. Genau. Ah. Musik bitte. Schöne Lieder zusammen. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück, viel Glück zum Geburtstag, Herr Schorn. Zum Geburtstag viel Glück. Yeah. Wow! Itulah dia profil cikgu kita pada hari ini. Dan seperti yang anda tahu, kita akan menjalankan program kita hari ini untuk dalam bahasa Jerman. So, izinkan kami untuk berbahasa Jerman. Alles klar. Also, bevor wir anfangen, kannst du bitte vorstellen, was wir heute lernen und auch bitte vorstellen sich dich vor. Ja, mache ich gerne. Guten Tag alle zusammen. Ich bin Frau Narma. Mhm. Und heute lernen wir besonderes Thema. Eins, wir möchten dann die Zahlen lernen und dann wir möchten auch Seelen. Aha. Und dann wir lernen auch, wie wir Wunschkarten schreiben und auch Kuchen essen. Viele, viele schöne Themen. Sehr gut. Und Frau Hanna? Ja, also wir lernen heute nicht nur Geburtstagsfeiern, aber auch die Schüler und Schülerinnen sollen die Zahlen auf Deutsch richtig lesen und schreiben. Oh, es ist wie mein Geburtstag feiern, ja? Genau. Aber nur uns drei? Nein. Die machen auch die Party zusammen mit dir. Wir feiern zusammen. Ah, ja. Wir haben auch Schüler, die... online sind, ja? Okay. Also, wir wollen unsere Schüler und Schülerinnen kennenlernen. Hallo, alle zusammen! Ja! Bitte schön, Schüler und Schülerinnen. Guten Tag, ich bin Arif Hanafi, bin Kamar al-Zaman. Meine Schule heißt SMK Ten Habab. Ich bin 14 Jahre alt. Guten Tag, ich heiße Durga, ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus Kotadini Johor. Guten Tag, mein Name ist Izzarul Akmal bin Ismail und ich bin 13 Jahre alt. Ich lerne in SMK Ten Habab. Guten Tag, ich bin Wong. Ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus Kotadini. Danke. Guten Tag, ich heiße Nur Zahira binti Isyamuddin. Ich bin 13 Jahre alt. Ich lerne in SMK Tun Habab, Kota Tinggi.
Dankeschön. Guten Tag. Mein Name ist Arisana Blabti Azmi. Ich bin 4 Jahre alt. Mein Schule heißt SF Gitwin Habab. Dankeschön. Bitteschön. Sehr gut. Super. Oh, okay. Das ist eine große Feier, ja? Ja. Aber bevor wir weitermachen, können wir eine Pause machen? Ja. Okay. So, sebelum kita teruskan lagi, kita akan berehat seketika. Tapi sebelum tu, kalau anda nak tahu apa lagi yang kita akan belajar ni, hari ini kita akan belajar untuk mengira dan juga nombor-nombor dalam bahasa Jerman. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teras di Didik TV KPM. Cheers, bis später. KPM. Didik TV KPM. Hallo Freunde, ich bin Nurin. Ich lerne in SMK Tönhaba Kota Tinggi. Mein Hobby ist Lesen. Ich lese jeden Tag, am Nachmittag und Abend. Meine Lieblingsgenre sind Mystery und Horror. Ich habe ca. 428 Bücher zu Hause. Hier ist meine Mini-Bibliothek. Komm alle, wir lesen. Hallo. Ich bin Adam. Ich lerne in SMK Tönhabab Kota Tinggi. Ich mag reisen und ich mache viele Fotos. Ich habe 793 Fotos gemacht. Jetzt habe ich 32 Schlüsselanhänger. Magnete habe ich 49. Ich hoffe, ich kann bis 100 Andenken sammeln. Tschüss! Hallo alle, ich heiße Achila. Ich komme aus Kota Tinggi. Ich habe heute Geburtstag. Ich bin 14 Jahre alt. Ich bin sehr glücklich. Warum? Ich habe viele Geschenke bekommen. Alles zusammen gibt es 82 Sachen. Wenn ich in die Schule wieder gehen kann, ich möchte alle diese bringen und mit meinen besten Freunden teilen. Tschüss! Kembali semula ke Teras di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Simon dan juga Frau Nama dan juga Frau Anna. Untuk mata pelajaran kita pada ini iaitu Bahasa Jerman. Kebetulan pula adalah hari jadi saya. Okey, baiklah cikgu, Frau Nama und Frau Anna. Los fangen wir an. Ya. Liebe Schüler und Schülerinnen, Sean, die Schüler und Schülerinnen, die haben schon die Zahlen 0 bis 19 gelernt. Ja. Aber wir machen eine Wiederholung. Okay. So, ich rechne. Okay. Ich zähle jetzt meine Finger. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warte bitte, Frau Anna. Ich mache weiter. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Alles Herr klar. Schon, ja? Ich möchte dich eine Frage stellen. Ja, bitte? Wie alt bist du? Ich habe vergessen, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Ich weiß das auf Malaysisch. Dalam Bahasa Melayu adalah 36. Tetapi dalam Bahasa Jerman? Lupa pula. Alah. Kein Problem. Wir lernen dann zusammen, okay? Ah, sehr gut. Danke. Okay. So, jetzt lernen wir weiter.
Alles klar. So, heute lernen wir die 10 Schritte. So, Schüler und Schülerinnen, hört bitte zu. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und 100. Das ist nicht schwer. Nur nicht 20, aber 20. Nicht 30, aber 30. Aber die anderen sind gleich. 4, 40, 5, 50, 6, 60, 8, 80, 9, 90. Aber nicht 70, nein, aber sagen wir 70. Okay, das ist schwer. Nein, das ist leicht. Okay, jetzt machen wir noch mal eine Wiederholung. Ja. Frau Anna, okay, kannst du bitte zusammen mit den Schülern und Schülerinnen zählen? Schüler und Schülerinnen, jetzt zählen Sie zusammen mit Frau Anna. Bitte schön, Frau Anna. Okay, alle zusammen, bitte. Eins, zwei, zwei, Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Richtig. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Wie können wir die Zahlen lesen? Okay. Probieren wir. Ja. So, weiter bitte, Frau Anna. So, weißt du, wie alt bist du jetzt? Ja oder noch nicht? Ich glaube noch nicht. Ah, ich weiß, dass ich 30 sagen soll, aber danach weiß ich nicht genau. Okay, dann lernen wir jetzt. Okay, so Schüler und Schülerinnen, so lesen wir die Zahlen auf Deutsch. Okay. Hier zum Beispiel, okay, diese Zahl besteht aus 30 und 6. Normalerweise auf Malaysisch und Englisch, wir lernen von links nach rechts. Aber auf Deutsch, das ist rückwärts. Das heißt, von rechts nach links. Okay, wir versuchen zusammen. Zuerst der 6, dann kommt der 30. Inzwischen kommt das Wort und. Okay, und auf Deutsch, die richtige Schreibung muss man zusammenschreiben. So sieht es aus. 36. Ah, okay. Alles klar. Ja. Jetzt erinnere mich. Nicht schwierig, oder? Nein. Nicht schwierig. Ja, das ist eigentlich ganz einfach, aber ich habe das vergessen. Ach so. Tut mir leid. Ja. Jetzt testen wir die Schüler und Schülerinnen, ob sie jetzt das verstehen. Okay, Schüler und Schülerinnen, jetzt möchte ich euch fragen, wie alt sind die Leute? Lass uns beginnen, Frau Anna. Okay, wir machen ein Beispiel, Frau Anna. Okay, ich mache ein Beispiel. Ich frage Frau Anna. Frau Anna, wie alt ist Jonas? Jonas ist 21 Jahre alt. Gut, richtig. Okay, Schüler und Schülerinnen, jetzt fangen wir an. Wong, wie alt ist Emma? Emma ist 38 Jahre alt. Richtig! Richtig. Ja, gut. Okay, weiter. Jetzt bist du dran. Arisa, wie alt ist Hermaya? Hermaya ist 47 Jahre alt. Ist das richtig? Ja, richtig. Wunderbar. Prima. Okay. Und Isairul, jetzt bist du dran. Und die Frage ist, wie alt ist Herr Fischer? Bitte, Isarul. Herr Fischer ist 59 Jahre alt. Das ist richtig? Ja! Genau! Prima. Wunderbar! Und Arif, Achtung!
Die Frage ist, wie alt ist Frau Schmidt? Frau Schmidt ist 62 Jahre alt. Tada! Ich glaube nicht. Noch einmal, Arif. Arif, noch einmal. Wie alt ist Frau Schmidt? Frau Schmidt ist 62 Jahre alt. Wunderbar! Richtig! Und Durga? Ja, Achtung, Durga. Und die Frage ist, wie alt ist Frau Bauer? Frau Bauer ist 73 Jahre alt. Ist das richtig? Genau, ja, richtig. Ja. Wunderbar! Und Zahira? Achtung, was ist deine Frage? Wie alt ist Herr Huber? Bitte schön, Zahira. Herr Huber ist 84 Jahre alt. Richtig? Genau, richtig. Gut gemacht, Schüler und Schülerinnen. Ja. Und? Haben wir noch? Nein, das ist die letzte. Ja. Und Arisa, kannst du bitte die Frage stellen? Ja, Frau. Frag du bitte Herr Sean. Okay. Wie alt? Oh, Herr Sean. 36. Ja, Herr Sean ist 36 Jahre alt. So, Frau Anna, kannst du bitte die Frage stellen? Okay. Herr Sean, wie alt bist du? Ich bin 36 Jahre alt. Ist das richtig? Richtig. Wunderbar. Okay, jetzt erinnere ich mich. Ja. So, Sie haben schon das gut geantwortet. Ja. Jetzt testen wir weiter, ob Sie dann noch besser lernen können. Okay. So, Frau Anna, ja, was machen wir weiter? Wir haben hier ein Spinnrad. Ach so, hier. Tada, okay. Wow, okay. Also, Schüler und Schülerinnen, auf dem Spinnrad gibt die Zahlen aber auf Worten. Jetzt kannst du bitte mir helfen, das Rad zu drehen. Okay. Ja. Und wer dran ist, bitte nehmt eure Tafel und die Worte, Entschuldigung, die Zeilen schreiben und zeigen. Ist das klar, Schüler und Schülerinnen? Das hier, kannst du das sehen? Klar. Genau, okay. Ja. Können wir jetzt anfangen? So, Tafel und Kuli, bitte. Okay? Ja. So. Fangen wir an? Okay. Achtung! Okay, jetzt! Los geht's! Eins, zwei, drei! Headshot! Yeah! Und jetzt? Okay, es ist wer ist dran? Arif! Ich frage Arif, kannst du bitte die Zahl lesen und zeigen? Bitte schön. Ist das zu klein? Okay, nein, Kannst du das lesen? Im Schwanz. 21. Genau. Ja, richtig. Genau, richtig. Und wie schreibt man 21? Super, wunderbar. Wunderbar, das ist ja wirklich gut. Okay, die nächste, Herr Schön, bitte. Nächste. Und jetzt ist... Okay, wer musste, antworten? Vielleicht Wong? Wong, bitte. Welche Nummer ist das? Kannst du das lesen? 39. Ja, richtig. Richtig. Jetzt schreiben. Prima. Jawohl. Okay. Und das weitermachen. Ja, mache ich. Ich frage Durga. Du bist dran, Durga. Oh, oh, das ist das Wischen. Mache ich nochmal? Okay, vielleicht nochmal. Ja, ein kleiner. Tuck, 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 tuck. Okay. Ja. Oh, das haben wir schon, oder? Ja, das haben Soll wir ich das schon. Nochmal machen? Ja, bitte schön. Mache ich nochmal. Und jetzt. Ja, okay. Okay. Das hier. Durga. Rot. Welche Nummer ist das, Durga? 86. Ein bisschen hochheben. Wir können nicht sehen. Ein bisschen hoch? Ja. Ja. Super. Wow. Wunderbar. Okay, vielleicht noch. Eine Zahl. Alright. Ich frage Zahira. Okay. Okay, Zahira. Das hier Welche Nummer ist das? Hier im Schwarz? Genau.
Du kannst erst mal sagen, ja? Aha, kannst du bitte lesen, Zahira? Ja, welche Nummer ist das, Zahira? Kannst du lesen? 3. Wir helfen dann, Zahira. Okay. 43. Ja, richtig. Wunderbar. Okay, die nächste Frage ist für Izairul. Izairul, bist du bereit? Welche Nummer ist das? Hier in gelb? Ja, genau. Ja, Izairul. Kannst du lesen? 63. Prima! Aber 60? Nein, das ist 3 ist richtig, aber 60? Probier's nochmal. Du hast richtig gesagt, aber nicht richtig geschrieben. Ja. Wir warten noch. Ja, super! Wunderbar! Okay, die letzte Frage. Die letzte, ja? Die letzte ist für? Willkommen dann dran. Ja, komm dann dran. Arisa. Arisa noch nicht. Okay, Arisa. 58. Und wie schreibt man das? Ja. Ist das richtig? Genau, richtig. Sie hat sehr gut gemacht. Genau, ich habe alles gut gemacht. Sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, wir können jetzt eine kleine Pause machen. Alles klar. Okay, dan kepada mereka yang menonton sekarang, kita akan berasa ketika. Dan apa yang kita dah belajar dah adalah bagaimana untuk mengira ataupun menyebut nombor apabila lebih daripada 20, 30, 40 dan seterusnya. Tetapi sebelum kita teruskan lagi, kita akan berasa ketika dan kembali semula ke teras di Didik TV KPM. Jus, Miss Peter! KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke sambutan hari jadi saya. Sebenarnya teras Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Siren dan juga Frau Nama dan juga Frau Anna. Untuk mata pelajaran kita hari ini adalah bahasa Jerman. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Los machen wir weiter. Ja, machen wir. Frau Anna, kannst du noch mal weiter zählen? Wie viele Kerzen haben wir? 19 und? Okay. Schüler und Schülerinnen? Weiter zählen. Zählen zusammen. 20. 36 Jahre alt. Gut. Okay, schon. Bitte ich nicht vergessen. Die erste Überraschung ist der Geburtstagskuchen. Zweite Überraschung, das Geburtstagslied. Ja. Und Nummer 3. Es gibt noch eine Überraschung. Ja, natürlich ist heute doch dein Geburtstag. Wow. Wir haben
haben ein großes Geschenk für dich. Ja. Bitte schön, kannst du das bitte eröffnen? Ja. Okay, was gibt das da drin? Ah. Oh. Was ist das? Okay, soll ich das alles rausnehmen? Ja. Okay, mache ich. An den Tisch, bitte. An den Tisch? Hier. Mm-mm. Hier? Oh, was sind das hier? Da sind die Saalen. Oh, okay, okay. Schöne, bunte Saalen. Ja. Okay, sauben wir das hier alle. Nehmen wir alles, alles raus, ja? Ja, bitteschön. Okay, so mache ich. Ja. Okay, benutze ich das noch? Ja, nein. Nein, okay, danke schön. Bitte schön. Okay. So, hier alles an deinem Tisch. So, die Saalen wissen wir schon. Mhm. Das ist 6, das ist 21, das ist 48 und das ist dein Alter. Wie alt bist du? 36. Richtig. Aber weißt du, was das sind? Mhm. Weißt du, was sind das? Nein, ich habe das noch mal vergessen. Mhm. Ich weiß, dass, wie das auf Malaiisch heißt. Mhm. Zum Beispiel das hier ist Darab. Mhm. Und hier ist Tamba. Mhm. Und hier ist Tola. Mhm. Und auch hier Bahagi. Aber auf Deutsch habe ich es vergessen. Kein Problem, okay, das lernen wir. Bitte schön, Frau Anna. Okay, lernen wir jetzt? Die Rechenoperationen auf Deutsch, okay? Die Matheoperationen haben wir 4. Mhm. Also die erste, Addition, das Symbol heißt Plus. Okay. Subtraktion mit dem Symbol Minus. Multiplikation, das Symbol heißt Mal. Mhm. Und Division, das Symbol heißt geteilt durch. Okay, ich gebe hier ein Beispiel für jede Operation. Aber zuerst, dieses Symbol hier heißt, ist gleich. Okay? Okay. Okay. Sehen wir jetzt die Operation plus 15 plus 16 ist gleich 31. Und für Subtraktion 32 minus 10 ist gleich 22. Okay, die nächste. 11 mal 9 ist gleich 99. Ja. Und die letzte, 54 geteilt durch 9 ist gleich 6. Ist das klar, Schüler und Schülerinnen? Ja, ist das klar? Klar. Ja, es ist nicht schwer. Ja, klar, Frau Anna. Sehr gut. Ich denke, ich habe Hunger. Ach so. Hast du schon gegessen? Nein, noch nicht eigentlich. Aha, wir mussten ja den Kuchen essen. Ist ja okay. Dein Geburtstag. So, bitte schön, Frau Anna. Okay, ich schneide jetzt den Kuchen. Wie viele Leute sind wir zusammen? Wie viele Leute? Das ist 6 plus 3. Wie viele Leute sind wir? Schüler und Schülerinnen? Wie viele Leute sind wir? 9. Ja, richtig. So hier? 9. So, 9. So. Ich sage, jede bekommt 3 Stücke Kuchen. Ist das okay? Dann 9 mal 3. Bitte schön, Herr Schott. Soll ich hier? So 9. Oh, okay. Ich klebe das hier. 9. Jeder bekommt mal 3 Stücke. So, ja, so mal 3. 3 ist gleich. 9 mal 3 ist gleich 27. 27. Okay. Okay. Also, wir haben jetzt 27 Stücke Kuchen. Und? Bitte schön. Danke. Und ich gebe 3 Stücke für Herr Sean. Okay, bitte schön. Das kannst das du das Kind nachher essen. Dankeschön. Yeah. Das für dich. Yeah. Okay. Also, Schüler und Schülerinnen, 27 Stücke minus 3. Minus jetzt schon. Minus 3?
Okay. Wie viele haben wir jetzt? 27. Das weg. Dann soll ich das weg? Ja. Und dann nach hier unten kleben. 27. Dann hast du 3 bekommen. Dann minus 3. Minus 3. Oh, das nehme ich her. Ja. Minus 3. Ist gleich. Ist gleich. Wie viel? 24. Ja. Das hier. Ja, bitteschön. Yeah. Okay. Okay, yes. 24. Wir haben 24 Stücke Kuchen. Okay. Okay. Ich gebe dann Frau Narma 3 Stücke, bitteschön. Aber Frau Anna, ja? Ich mache Diät. Ach so. Das ist zu viel und sehr süß. Dann bin ich dann weiter dick. Also ich möchte nicht 3 essen. Okay. Ich gebe dir dann 2 zurück. Bitte schön, Frau Anna. Okay, und danke. Ich esse nur 1. Okay. So, was haben wir dann? Ich gebe dann wieder so plus. Plus. So 24 minus plus. 3. So es minus 3. So soll ich das hier? So es minus 3. Dann 21. So 24 minus 3. Okay, Moment. 24 minus, minus 3, 3, ja? So, ich mache das hier. Ich nehme das raus. Okay, 24 minus 3. Minus 3. Okay. Ist gleich. Ja. 21. Ja, richtig. Okay. Und dann? Ja. Und dann, ich gebe wieder Frau Anna 2 zurück. 2 zurück. So, dann plus. Das bedeutet plus. Aha. Soll ich das rausnehmen oder soll ich hier? Okay. 21. 21. Plus. Plus. 2. Das ist ein Plus, ja? Okay, Schüler und Schülerinnen, 21 plus 2. Wie viele haben wir jetzt? Wie viel? 23. Ja, gut, 23 haben wir. Und ist gleich 23. 23. Okay, Frau Narma und Herr Sean, ich frage jetzt die Schüler und Schülerinnen, ja? Bitte schön. Okay, Arisa, wie viele Kuchen möchtest du essen? Ich mag Kuchen. Ich mochte 10. 10? Wow, das ist ja viel. Okay, aber kein Problem. Oder mit dem Arisa mag Kuchen, dann geben wir sie, dann geben wir Arisa 10 Stücke. Wow! Okay, du kannst 21, ja viele essen, das ist gut. So, 23. 23. Minus 10. Minus 10. Minus 10. Okay, Schüler und Schülerinnen, 23 jetzt, minus 10 Stücke für Arisa. Wie viele haben wir jetzt? Aha, wie viele haben wir jetzt? 13. 13. Sehr gut, 13 haben wir noch. Okay, 13. Wir haben jetzt 13 Stücke Kuchen. Moment. Weiter, vielleicht Isairol, wie viele möchtest du essen, Isairol? I will 3. Du möchtest 3. Also dann 3 für Isairol. So. Minus 3, 13 minus 3 jetzt. 13 minus 3. Ach so, das 1 ist hier. So, Moment. 13 minus 3. 3. 3 ist. 13 minus 3. Na, bitteschön. Ja, ich kann das hier nutzen. Dankeschön. 3. Moment. Ich nehme noch meine Klebstoff-Dings. Hier. Okay. Okay, dann kann 13 man alle minus 3. Sehen. Okay, ist minus 3. Ist gleich. Wie viele? Ach, hier. 10. Aha, wie viele Schüler und Schülerinnen? 13 minus 3 ist gleich. 10. Genau. Ja. Okay. 10? Jetzt, Arif, wie viele möchtest du? Wir haben noch 10. Ich will 3. 3, okay. Du willst 10 drei. Minus 3. 10 minus 3. Das ist 20, du? 1. Na, das ist. Oh, habe ich das falsch gemacht? Ja, tut kein mir leid. Problem. Okay, Schüler und Schülerinnen. 10 minus 3. Wie viele haben wir noch?
Wie viele haben wir noch? Sieben. Sieben. Mm. Okay, Durga. Sieben. Von sieben, wie viele möchtest du essen, Durga? Ich will zwei. 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 So, yes. Sieben minus zwei. Zwei. Oh, das ist zwei. Mm-hmm. Ah, genau. Ja, das ist zwei. Nein, ich möchte das hier nehmen. Ah, okay. 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 7 minus alles 2 zusammen. 7 minus gleich. 2 ist gleich. 7 minus 2 ist gleich. Richtig. Wunderbar. Okay, Wong. Okay. Möchtest du Kuchen essen? Wie viel möchtest du? Es will 3. 3. 3. Okay, so 5. 5. Minus 3 ist gleich. Aha, wie viel? 5 minus 3 ist gleich. 2. 2. Okay, yes, wir haben noch 2. Zahira, wie viel möchtest du essen, Zahira? Zahira, wie viel möchtest du essen? Ich will 2. Oh, du möchtest 2 essen. So, okay. 2 minus 2. Also hier. 2 minus 2. Okay, hier. Alle zusammen, 2 minus 2 ist gleich? 0. 0. Ah, okay, das ist richtig. Oh nein. Schon, wir haben ein großes Problem. Wieso? Frau Anna hat keinen Kuchen. Ja, oh, schade. Sie möchte auch essen. Oh, Frau Anna, kein Problem, du kannst mit mir teilen. Ja? Danke schön. Arisa hat 10 Stücken Kuchen. So. Arisa, kannst du ein bisschen an Frau Anna geben? 4. Ja. Danke schön. Dann ja, okay. Ich gebe bitte dir schön wieder 4 Kuchen. Moment. Genau. Okay. So, 4 für dich. So, was machen wir jetzt? Okay, Frau Anna, das ist 4 für dich. Bitte schön. Bitte schön. So, okay, 0? Das ist, 0 plus 4, yeah. Ich glaube, es ist 4. Yeah. Ist gleich 4. Okay. Genau. Ist gleich 0 plus 4 ist gleich 4. Richtig, wir können super jetzt zusammen essen. Kuchen essen. Ja. Guten, guten Appetit. Guten Appetit. So, lecker. Jetzt essen wir, aber wir machen eine Pause, ja? Okay. Okay. Sementara kita makan kek, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke teras di DirecTV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke teras di DirecTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Frau Nama dan juga Frau Anna untuk mata pelajaran. Kita hari ini adalah bahasa Jerman. Baiklah, jom kita berbahasa Jerman pula. Los machen wir weiter. Heute ist ja dein Geburtstag. Ja, also wir haben noch Überraschung Nummer 4. Okay. Ich habe eine große Karte. Wir haben das zusammen gemacht. Ja. Wow, das ist sehr schön. Die Wunschkarte für dich. Für mich? Ja. Dankeschön. Wow, das ist ja wirklich schön. So, du musst das später lesen, aber zuerst lernen wir, was wir auf die Karte schreiben können. Alles klar, okay. Okay, Schüler und Schülerinnen, okay, wir können so auf die Karte schreiben. Ich wünsche dir alles Liebe. Oder ich wünsche dir viel Spaß.
Bleibe froh und gesund. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Was haben wir noch, Frau Narma? Ich wünsche dir viel Glück und Gesundheit. Und ich wünsche dir viel Glück im Leben. Genau. Mhm. Die Schüler und Schülerinnen ja? haben auch schöne Karten für dich gemacht. Ja, so, wirklich? Ja, Frau Anna. Genau. Mhm. Bitte, könnt ihr bitte zeigen, die schöne Karten? Ja, bitte zeigen. Mhm. Ich möchte es sehen. Mhm. Ah. Bitte schön, Schüler und Schülerinnen, die Karten. Die Karte. Bitte zeigen. Genau. Ja, wow. Aha, die Karten. Das ist alles für mich? Ja, die Karten genau. sind für dich. Wow. Das sieht sehr schön aus. Danke, vielen Dank. Aha, kannst du bitte jetzt deine Karte lesen? Okay, mhm. mache ich hier. So, ich öffne das. Ah, okay, ich lese da hier. Wir wünschen dir, Punkt, Punkt, Punkt. Oh, das ist hier ein Herz. Drei Herzen. Alles Gute zum Geburtstag. Viel Glück, Gesundheit und ein langes Leben. Ja. Danke, danke, danke schön. Das ist sehr süß von euch. Viel lieb. Ja. Sehr danke schön. Schön. Ich mag das hier. Mhm. Okay. Wow. John, Frau Anna, ja? wir haben heute viel gelernt. Die Schüler und Schülerinnen sind sehr fleißig. Mhm. Aber wir müssen jetzt die und dich auch ja? testen. Mhm. Ach so, wir machen okay. jetzt ein Quiz ja. mit Zahlen und Zählen. Bitte okay. schön, Frau Anna. Super. Mhm. Also, unser Quiz heißt, wie viel ist? Okay. okay, was machen wir? Die Schüler und Schülerinnen und auch Herr Sean, du kannst auch mitmachen. Okay. Okay, ihr fragt eure Freunde und eure Freunde, schreibt bitte die Zahlen auf der Tafel und antworten. Okay? Wer richtig geantwortet hat, bekommt eine Sterne. Ah. Ist das klar? Okay, wir machen ein Beispiel, Frau okay. Anna. Okay. Ich frage dich, Frau Anna. Herr Sean, kannst du bitte schreiben? Ja, mache Frau ich. Frau Anna, Achtung. Okay. okay. Die Frage für Frau Anna ist, okay, Frau Anna, 23, 23, okay. Mal 2, mal 2, okay. ist gleich? Ist gleich 46. Aha, ist das richtig? 46 plus 3. Okay, 46 plus 3, dann 49. Ja, so noch einmal. Frau Anna, was ist 23 mal 3 mal 2? Noch einmal. Okay, okay. 23 mal 2. Ich mache wiederholen. Okay, 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 ja. 23 mal 2 plus 3. 23 mal 2 plus 3 ist gleich 49. Richtig, wunderbar. Dankeschön. Jetzt machen wir. Okay. Los. Machen wir mit der Schüler. Arif, kannst du bitte anfangen? Die Frage bitte stellen. Okay, die andere. Was Achtung. Was ist 19 plus 41? 19 plus... Noch einmal bitte die Frage, Arif. Was ist 19 plus 41? 41. Aha, okay, schnell, 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 Schüler und Schülerinnen. Okay, ich glaube, ich habe das Antwort. Die Antwort? Aha. Ja, die das Antwort, ja. 60. Die Antwort. 60, sehr gut, Arisa. Richtig, Arisa. Du bekommst eine Sterne. Okay, okay, weiter, ich glaube, Arisa, wir haben nur die Frage. Ja, wir können nur eine machen. Aha, okay. Was ist 21 mal 3 minus 6? Ah, oh, das ist ein bisschen schwer. Mhm. So, noch einmal bitte, Arisa. 57. Ist das richtig? Moment, ich muss noch. Super. Super, Isarol. Wie viel, Isarol? Noch einmal, wie viel? Kannst du bitte schreiben, Isarol? Schreiben. 57. Mhm. 57. Bitte zeigen die Antwort.
Ist das richtig, Alisa? Oh, meine. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, schon. Okay, ich glaube, wir haben das wirklich gut gemacht. Mhm. Und jetzt kann ich Frau Narmad und auch Frau Anna, was haben wir heute gelernt? Oh, schade, wir können noch nicht mehr spielen. Ja. Kein Problem. Okay. Das spielen wir nachher zusammen. Genau. Okay, Schüler und Schülerinnen? Später. Herr Schorn, Frau Anna, wir haben heute viel gelernt. Ja. Wir haben das Geburtstaglied gesungen. Ja. Wir haben auch die Seelen zusammen gelernt. Auch Seelen. Und was noch, Frau Anna, was haben wir noch gelernt? Wir haben auch Geburtstagswünsche lernen. Und jetzt können die Schüler und Schülerinnen richtig auf Deutsch die Zeilen lesen und schreiben. Das ist sehr schön. Und nochmal vielen Dank an Frau Nauma und auch Frau Anna für unseren Unterricht heute. Und auch unsere Freunde, die online sind. Mhm. Wir haben 6 Studenten. Mhm. Die sind Arif, Isairul, Yuqing, Zahira, Arisa und auch Turga, danke schön, weil du mit uns zusammen gefeiert. Yeah. Und die zu Hause sind, vielen Dank. Und lagi sekali saya nak sebutkan pula dalam bahasa Melayu, terima kasih kerana bersama kita dan kita akan berjumpa lagi di Direct TV KPM. Dan auf Deutsch, auf Wiedersehen. So viel Spaß mit Deutsch. Yeah. Bye. Tschüss. Tschüss. Deutschland hat jedes Nomen einen bestimmten Artikel, der, die oder das. Also bedeutet das, dass du alle jeden Artikel auswendig lernen musst? Ja, aber es gibt Tipps dazu, wie du den Artikel einfacher merken kannst. Erster Tipp, wenn du ein neues Wort lernst, sollst du immer das Wort und den Artikel zusammen nennen. Zum Beispiel, was ist das? Ball? Der Ball. Zweiter Tipp, du kannst das neue Wort in einen kleinen Zettel schreiben und diese Zettel kannst du an die Wand aufkleben oder du kannst auch an die Dinge aufkleben. Zum Beispiel das Buch. Wieso? Wenn du das Wort immer siehst, bist du dich daran gewohnt und das Wort wird in deinem Kopf behalten. Mi nama is Nasuma Kamal. Ini merupakan salah satu perkataan Jerman yang saya pelajari dari anak-anak saya. Saya rasa amat bangga kerana dua orang anak saya diberi peluang untuk belajar bahasa Jerman. Mereka kini boleh berkomunikasi secara ringkas antara satu sama lain. Saya lihat ini satu kelebihan kepada mereka. Anak-anak saya menjadi lebih berani dan berfikiran terbuka. Di masa hadapan, peluang untuk menyambung pelajaran akan lebih luas lagi kerana mereka berkebolehan dalam bahasa Jerman. Di sekolah, guru mereka melatih mereka untuk menggunakan bahasa Jerman dalam aktiviti permainan, nyanyian, lakonan dan pelbagai lagi. Saya saksikan semua ini semasa mereka belajar di rumah sekarang. Ianya sangat menarik. Sekiranya diberi peluang, saya juga ingin belajar bahasa Jerman. Kepada ibu bapa di luar sana, galakkan anak-anak untuk belajar bahasa antarabangsa seperti bahasa Jerman. Das ist alles. Tschüss. TV KPM.